Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Wie wir hier sehen, Leute, wir sind im Finale der Bundesliga und wir schauen einfach mal auf die Tabelle. Wie spannend ist das? Es sind noch zwei Spiele, gibt es letztendlich, und Bayern hat in der Tat verloren gegen Leverkusen. Wir sind also auf 5 Punkte dran. Das heißt, Bayern müsste die nächsten beiden Spiele letztendlich verlieren. Dann hätten wir rein theoretisch, wenn wir unsere beiden Spiele gewinnen, sogar noch die Chance, Meister zu werden. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit. Wir müssen mal gucken, ob wir da trotzdem Fortuna auf unserer Seite haben. Bei den Torjägern gucken wir auch gerne mal rein. Sehen wir Sargent also jetzt mit seinen 41 Toren. Absoluter Rekordträger. Leider gab es hier noch gar keinen Eintrag irgendwie. Außer, dass er halt die Niederlage besiegelt. Aber dass er letztendlich jetzt irgendwie was Legendäres geschafft hat, leider nicht. Wir gucken mal in die Nachrichten. Sperre ist abgelaufen, Toprak also wieder topfit und wie gesagt einsatzbereit. So, was hat hier Riegmann? Riegmann. Er will schon wieder reden. Konzentrier dich auf Fußball. Dem Thema werden wir uns bald vornehmen. Meine Güte, Riegmann. Fußball, Geld und bla, ist ja alles gut, aber es ist doch jetzt auch mal gut. So, weiter geht's. Schade, dass wir nicht noch selber gegen die Bayern spielen, aber da haben wir beide Spiele ja schon bestritten und wir können jetzt eigentlich nur hoffen, dass hat Bayern jetzt gewonnen? Ich glaube, die haben gewonnen, ne? Bayern. Ja, Bayern hat gewonnen. Bayern ist somit Meister, würde ich mal sagen. Obwohl. Warte mal, wir holen jetzt nochmal 3 Punkte rein. Das heißt, in, ja, 5. Ja, ich glaube, das war's, oder? I think that was it. Bin in letzter Zeit gut drauf. Ich denke drüber nach. Okay. Gut, also anyway, wir gehen einfach mal rein. Teammanagement, bringen Stergio wieder auf die Tribüne. Dafür kommt Toprak rein. Kana kommt diesmal nicht von Anfang an auf seine Kosten. Dafür halt Boom. Darami kann von mir spielen. Wobei, da können wir heute eigentlich auch mal Branch mal wieder Einsatzzeit geben. Hier gucken wir mal eben, alle soweit fit. Bittencourt von Anfang an. Können wir auch mal machen. Verscharen ist eh ein bisschen Platz. Dann nehmen wir dafür nochmal Pelistri mit. Ja, ich würde sagen, so gehen wir dann mal in die Partie. Ja, Bayern hat gewonnen. Ich komme jetzt nicht gerade vom Kopf her. Klar, ist jetzt Bayern Meister? Können wir sie überhaupt noch einholen? Ich weiß es nicht. I don't know, die Chancen waren, wenn es jetzt also schon der Drop gelutscht ist, dann waren die Chancen eher nur sehr gering. Wir, wie gesagt, können zufrieden sein, dass wir auf Platz 2 letztendlich jetzt die Saison hoffentlich dann beenden werden. Mit einer sehr guten Leistung, einer Champions League Teilnahme, was will man eigentlich mehr von so einer jungen Mannschaft? Wir hatten Höhen und Tiefen, eine sehr gute Startphase dann in drin, wurde es ein bisschen unentspannt und jetzt zuletzt wieder richtig gute Leistung mit wichtigen Siegen, die Spieler richtig gut in Form. Ein Rashica, ein Eggestein, natürlich allen voran auch ein Sargent, tun ihr Bestes, dass das Team die sehr erfolgreiche letztendlich Saison hat. Hier sehen wir es nochmal, historische Leistung, Sargent. Ja, ein Bild für die Ewigkeit, Sargent, also jetzt kann es im Prinzip nur noch besser gehen. Gucken jetzt mal hier, warte, Vorstöße an der Seitenlinie. So, auf geht's, Leute. Zu Hause gegen die Freiburger in Gelb. Ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass die gelbes Trikot haben. Erstmal entspannter Aufbau hier. Branch. Wagnermann. Boom. Schön auf Rashica. Und da ist keiner im Zentrum außer Günther. Und der köpft den Ball erstmal weg. Wir gucken hier auf die Tabelle. Ja, wir gucken nochmal. 8 Punkte die Bayern weg. Also, ja. Kriegen wir nicht mehr hin, leider.
Und jetzt die Ecke, vielleicht mal ein Standardtor, das würde mich freuen. Leider nicht. Branch. Geblockter Schuss. Warte nur mal. Verliert den Ball gegen Günther. Verbitsch. Schmied. Kübler. Toprak. Auf Nummer sicher. Sergeant. Schön gespielt, Sergeant. Oh, an den Innenpfosten. Riesenchance für Werder hier. An den Innenpfosten von Sergeant. Das wäre natürlich gut, das 1-0 sein können. Kieke. Gefährlich, gefährlich, Kieke. Oh, das könnte sogar gefährlich werden. Und das passiert. Freiburg geht hier in der Tat in Führung. Schön unsere Abwehr auseinandergenommen. Und Freiburg macht hier das 1-0. Nicht unverdient, weil die haben wirklich gut auch gespielt bisher. Das war natürlich perfekt rausgespielt. Eigentlich ein Tor, wie wir es immer sonst machen. Keine Chance für Pavlenka. Zweites Tor für Ermedin Demirovic. Und wir sind mal wieder leider hinten. Kriegen wir bestimmt hin. Bin da ganz zuversichtlich. Rashica. Zu obvious gespielt. Da ist wieder Kieke. Schön auf Eggestein, kein Problem. Ah. Kein Abseits und dann gibt es Ecke. Also Freiburg verteidigt hier wirklich richtig gut. Muss mich eigentlich konzentrieren. Und das war kein guter Schuss von Bohm, was glaube ich gewesen. Zeitspiel, komm Schiri, pfeif. Santa Maria, Haberer. Wieder über die linke Seite, der rechte Seite. Schmied. Schmied ist durch. Santa Maria, nicht gut. Oh, Pfosten. Ballverlust. Freiburg spielt hier richtig gut. Gar nicht einfach hier sich zu befreien. Vorsicht jetzt. Oh. So, jetzt mal ein bisschen ruhiger Aufbau hier. Ah, wieder Ballverlust. Augustinsson gegen Schmied. Verdammt. Es ist aber auch kein Durchkommen. Also Freiburg spielt hier richtig technisch gut. Wieder auf Kieke. Verbitsch. Wagen wir mal an die allergrößte Schwierigkeiten. Kieke. Konosu. Kriegen die Situation einfach nicht entschärft. Haber.
Da bleibt er einfach stehen. Kike. Wansch. Ah. Wieder die Freiburger. Absolut verdiente Führung momentan, muss man sagen. Schmied. Nicht gut. Nicht gut. Oh. Oh, kein Elfmeter. Sehr gut. Mal ein bisschen Ruhe hier reinbringen, Leute. Brunch. Schick Bittencourt. Aber wieder zu kurz die Flanke. Und wieder Freiburg im Vormarsch. Schmied. Ludde. Demirovic. Und dann ist Halbzeit. Also ganz, ganz schwere Partie. Ich muss mich richtig konzentrieren. Wir haben wenig nach vorne bisher, was wir da bieten können. Freiburger sind richtig präsent. Wir gucken mal. Sehr viel Ballbesitz. Sehr ausgeglichen von den Aktionen. Ein einziger Schuss aufs Tor ist uns gelungen. Was können wir also ändern? Bittencourt raus. Pelistri rein. Eggestein würde ich jetzt erstmal so lassen. Eggestein kommt für Bohm. Nee. Nein. Was mache ich denn da? So. Bohm kommt raus. Dafür kommt Kana rein. So, zwei Wechsel. Ich hätte Bohm einfach auch nicht bringen sollen. Ach, verdammt. Dass man das mal machen muss bei den Interviews. Ist ein bisschen belastend. Jetzt haben wir Kana, unseren Tank, dabei. Mal sehen, ob der was reißen kann jetzt im Mittelfeld. Und Pelistri kriegt nochmal seine Chance, heute zu glänzen. Eggestein. Sergeant. Oh! Erster Schuss in der zweiten Hälfte von Sergeant. Hat er, glaube ich, das Maximum rausgeholt, was irgendwie ging. Jetzt vielleicht durch den Standard. Vielleicht ja so heute mal. Komm, 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 komm. Einwurf Werder. Rashica bringt die Flanke rein im Zentrum leider. Keiner da außer Kike. Sergeant. Jetzt vielleicht im Zentrum, keiner da. Toprak. Oh, Kana. Versucht sie mit einem Distanzschuss. Leider ist das nicht seine Stärke. Leider, leider, leider. Schön auf Sergeant, auf Rashica, aber der steht wohl leicht im Abseits. Treffer zählt nicht. Ah, oh, shit. Eine Nanosekunde zu spät gepasst. Schön auf, Sergeant. Sergeant! Jawohl! Wenn nicht er, wer dann? Er sorgte für den Ausgleich. Der war nicht einfach zu nehmen, weil der Druck gleich schon wieder spürbar war. Die Flanke war toll. Wieder die Kombi. Vorlage von Eggestein und Vollendung von Sergeant. Es hat in dieser Saison so oft so gut geklappt. Keine Chance für Müller am Tor, der Freiburger. Somit hier wieder alles offen. Werder back im Game. Aber es wird nicht einfach. Wie gesagt, Freiburg sehr unangenehmer Gegner momentan.
Kieke. Augustinsson. Wichtiger Hinweis. Bitte beachten Sie jederzeit die Ansagen unserer Ordner. Kana. Ich wiederhole. Bitte beachten Sie jederzeit die Ansagen unserer Ordner. Und abseits wieder mal von Rashica. Auch wieder nur eine Nanosekunde, oder? Ah, goddammit. So, müssen wir wechseln. Ich würde eigentlich nicht wechseln. Haberer. Kike. Demirovic. Ah, Kana, Mensch, ich wollte eigentlich zur anderen Seite geritschen. Oh, 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 oh. Magnuman ist da. Und das war gut getimt. Jetzt die große Chance. Sargent macht das 2-1. Werder dreht die Partie in der 76. Minute. Guter Konter und Sargent lässt sich ein weiteres Mal feiern. Wieder ein wichtiges Tor von ihm, der Werder jetzt auf die Siegerstraße zurückbringt. Vorlage Rashica. Und dann ist es einfach für Sargent, den dann einzuschieben. Werder dreht hier das Spiel gegen ganz, ganz starke und ungemütliche Freiburger. Das Spiel ist hier noch nicht zu Ende, da bin ich mir ganz sicher. Also da, natürlich ist es nicht zu Ende, aber die Freiburger haben doch auf jeden Fall noch Luft im Tank. 67 Minuten erst gespielt, alles also noch drin. Santa Maria. Sargent schon wieder. Wird gefoult, das ist natürlich kein Freistoß würdig. Wieder die Werder Angriffsmaschinerie. Sargent. Ah, kein guter Schuss. So, wir gucken jetzt nochmal auf die Wechsel. Sollten wir Eggestein rausnehmen? Dafür vielleicht Darami bringen, damit Eggestein jetzt hier nicht ausfällt. Ich glaube, das mache ich sogar auch. Eggestein raus, einfach um ihn zu schonen. Und dann jetzt also Darami und Vransch im Mittelfeld. Kana. Pelistri. Gute Flanke auf, auf Rashica. Der war nicht einfach zu nehmen, hat aber hingekriegt. Verbic gegen Wagnumann. Verbic ist durch. Kana versucht hier alles. Sehr schöne Kombination hier von Werder, Vransch. Oh. Jetzt spiel den Ball nochmal ins Aus, damit hier meine Wechsel vollzogen werden können. Nicht, dass Eggestein jetzt noch gleich rot kriegt. Muss schon mal aufpassen, wenn ich hier in die Zweikämpfe gehe. Oh, was mache ich denn? Alles gut. Und da fliegt er einfach hin. Warum auch immer. Ah, deswegen wahrscheinlich. Nicht gut getroffen. So, jetzt der Wechsel. Eggestein geht runter. Und ich glaube, Grifo kommt da. Wenn ich hier nicht ganz daneben liege. Passt das, Grifo? Oh nein, was tue ich? Oh, okay, Grifo kommt. Alter, ich habe nur oben links geguckt, wie die Einwechslung abläuft. Und dann spiele ich den Ball einfach mal direkt hier auf den Spieler. Der schießt auf die Eckfahne. Sehr viel Luck. Nochmal ein Wechsel. Verbic kommt raus. Toprak. Verliert hier den Ball. Grifo gerade eingewechselt. Riesenchance.
Und dann ist er da. Jiří Pavlenka. Rettungstat. Gerade nochmal so mit der Hand rangekommen. So, Schlussphase läuft. Sollen wir uns den Sieg aber auch nicht mehr nehmen lassen, bitte. Gibt Abstoß. Demirovic mit dem Kopfball. Deutlich drüber. Sehr hohes Pressing jetzt von Freiburg. Kahner. Abseits, Pelistri. Wieder eine gebrauchte Partie. Leider nicht so richtig gejokert von Pelistri. Darami. Schön gemacht. Darami! Nein, er kriegt den Ball einfach nicht unter Kontrolle. Das wäre nochmal eine Riesenchance gewesen, hier auf 3:1 zu erhöhen. So bleibt es hier beim 2:1. Parknummern. Kana. Oh. Vransch. Schön auf Rashica. Rashica im Zentrum. Wieder Sargent gesucht. Das hat leider nicht geklappt. Und das Spiel ist zu Ende. Werder gewinnt also diese Partie nach einem guten Fight mit 2:1. Da freuen sie sich auf jeden Fall. Das können sie auch. Werder zieht also mit einem Sieg ein erfolgreiches Ende aus diesem Spieltag. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir sind also absolut im Endgame. Mal gucken, was das für die Tabelle und alles bedeutet. Wir freuen uns jetzt erstmal. Hoffentlich hat es euch auch ein bisschen unterhalten. Dann lasst gerne eine Benotung da und dann sehen wir uns hoffentlich am nächsten Spieltag schon wieder. Also macht's gut, haut rein, ciao.